Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 6. Aufmachen! So, wir sind in China und töten Yavos. Keiner da, aber Kisten müssen zerstört werden. Kisten, der Feind. Die Geisel der Menschheit. Erster! Hast du das Emblem? Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir gehen hier weiter. Hat er auch die Spezialfähigkeit, dass er Treppen hochrollen kann? Ja. Ich will das auch können, echt. Kannst du es nicht? Ich habe gerade das Gefühl, dass mein Controller... Ich verstehe. Ich habe gerade einen ganz anderen Controller in der Hand. Mein Zweit-Controller. Und der ist noch ein bisschen kaputter als der andere, den ich normalerweise benutze. Und ich wundere mich... Aber es ist nicht der PlayStation-Nintendo-Controller, oder? Der Hybrid. Nee, der nicht. Ausnahmsweise mal. Aber ich merke schon so, dass der so ein bisschen Spiel in der Hand hat. Also von den zwei Deckeln, die aufeinander liegen. Also fühlt sich komisch an. HQ to Alpha. Wir laufen in ein brennendes Haus. Wenigstens benutzen wir nicht den Fahrstuhl. Ja. Oh, hier sind Viechers. Vorsicht, die haben Schwerter. Wow. Gut ausgewichen, super. Hinter dir. Ich glaube, ich habe ihn erschossen. Nein. Nee, er ist aufgestanden. Was? Nimm das. Und das. Hast du ihn? Ja. Verbrennt. Okay, sind euch wirklich erst tot, wenn sie brennen? Nicht immer. Hier war noch einer. Oder hier ist noch einer. Wo? Ich sehe ihn nicht. Hinter dir. Na komm her. Bams! Gefällt dir das? Also, gegen die Säbeltypen sollten wir zumindest, wenn wir in der Überzahl sind, ja, auf jeden Fall in den Nahkampf gehen. So, was gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Ich weiß aus der Kampagne wirklich gar nichts mehr, ne? An die Leon-Kampagne konnte ich mich noch irgendwie halbwegs erinnern, aber hier... Also, ich kann mich auf jeden Fall ans Ende von der Kampagne erinnern, also wo sie dann hinkommen. Und ich weiß, dass es auch noch in Osteuropa spielt, in einem, Shit! Man down! Wie kommt der da überhaupt rein? Oh, der lebt noch. HQ copy. Sending medics your way. Da habe ich mich gerade erschreckt. Aber wie kommt der Typ vor uns hier rein? Frage ich mich gerade. Ein Doppelagent. Oh, Gläser. Warum kannst du die kaputt machen und ich nicht? Tja. Ach, die gehen einfach nicht kaputt. Na, dann bin ich ja beruhigt. Noch eine Handgranate. Guck mal, ein Kühlschrank, was ist da drin? Nix. Nicht mal das Licht geht da mehr. Ey, ihr Hanseln, warum folgt ihr uns eigentlich? Wir können doch hier außen rumgehen. Ach, doch. Vorsichtig, da ist einer. Hab ihn! Ich mach ihn fertig! Wo ist er hin? Da. Weiß ich nicht. Bisschen chaotisch hier alles. Ich sehe seinen Kopf gar nicht. Er brennt. So, ich war, weil ich ihn, glaube ich, schon weggeschossen hatte. Ich hoffe, das war schlau, ihn so direkt anzugreifen. Hier ist auch noch ein Zimmer. Hallo? Ma'am? Keine Angst, Ma'am. Wir sind hier, um sie zu schützen. Wo siehst du hier eine Frau? Ich sehe gar keine Frau. Siehst du sie etwa nicht? Hast du gerade mit der Kiste gesprochen? Ma'am, wir sind hier, um sie zu retten und trittst die dann kaputt? Mit den Punkten darin natürlich. Ah ja. Okay. Hilfe. Ah, hier können wir zu zweit irgendwie was öffnen. Ja, die Tür, wo ich gerade davor stehe. Achso. Ich dachte, die Palme. Öffne die Palme zu zweit, dann wühlen sie im Topf herum zusammen. Das ist, ich kann das nicht alleine, Pierce. Wie bei den Point-and-Click-Adventures früher. Öffne Palme. In den heutigen Adventures wird wenigstens immer noch was dazu gesagt, wenn du das so machst. Ach, bei den Point-and-Click doch früher auch, da kam halt irgendein Text. Ich will das nicht tun, oder so hat er immer gesagt. Ja, aber nicht so ein Standardtext, sondern wirklich etwas darauf Bezogenes. Ah, Asthmatiker. Nur Punkte. Ich glaube auch, hier gibt es mehr Punkte als sonst irgendwas. Gefühlt. Psst, leise. Ich schleich mich an.
Umdrehen! Da kommt einer! Vorsicht! Javo, pass auf! Tschüss! Schießt einen auf dich, glaube ich. Pass auf, hinter dir. Treppe hoch. Was? Hinter mir bist du gewesen? Nein, hinter dir die Treppe oben. Das ist ja auch hinter dir gewesen irgendwie. Versuch ihn nur ins Bein zu schießen und dann hinzurennen und ihn wegzurammen, wenn er alleine ist. Ja, hatte ich probiert, aber irgendwie... Diese doofen Dachmissionen. HQ to Alpha Team. That tenement building up ahead is the Ace of Spades. Okay. The Ace of Spades! Vorsichtig, das sind Leute. Toll. Ich wollte mich eigentlich ducken, bin einfach drüber gesprungen. Wo hast du die Leute gesehen? Ich hab sie noch nicht entdeckt. Ach, da oben drauf. Ja. Wir könnten auch einfach warten, bis sie zu uns runterkommen. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Da ist der gesessen, der Schuss. Ich habe doch keinen einzigen Schuss abgegeben. Ich pack mal mein Scharfschützengewehr aus. Zoome. Oh, kann man nicht hier irgendwo mal in Deckung gehen? Treffe. Ja, hier, wo ich stehe. Das war ziemlich direkt hier, wo ich stehe. So, jetzt habe ich einen kurz guten Deckungspunkt. Gib mir mal Deckung. Also beschütz mich. Oh, scheiße. Oh, hast du ihn gerade abgeknallt, während er runtergesprungen ist? Nein. Das waren unsere freundlichen Helferlein. Dann helfen die uns ja doch. Oh, da hat einer so einen Superarm gekriegt, aber ich habe ihm den Kopf rechtzeitig noch weggeschossen. Sehr schön. Ich habe die ganze Zeit nur irgendwie die Leute, die schon tot sind, weggeschossen. Da oben ist da noch einer. Apathisch. Ich schieß einfach mal in seinen Rücken. Vielleicht wird er dann aufmerksam auf uns. Jetzt hat er sich umgedreht und schießt einfach in die Luft. Ach, der da ganz oben. Hab ihn. Ja, ich hab ihn nur noch tot umfallen sehen. So, unten habe ich jetzt nichts mehr entdeckt. In Kisten oder so. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich zumindest noch kein Leben verloren. Ich hab einen gerade verloren, aber das war auch dämlich ein bisschen von mir. Ja, komm vor. Ich glaube, wir werden hier noch genug Leben verlieren. Da oben sind Punkte auf dem Dach. Punkte auf dem Dach. Gibt's hier unten noch irgendwas? Bei mir nicht. Oh, Vorsicht, heiß. Heiß und fertig und ich höre Stöhnen schon wieder. Charlie to HQ. We've regrouped and are awaiting new orders. Things aren't going too well over at the Three of Diamonds. They need you down there. Roger that. Könnten die aufhören, in Kartensprache zu reden? Das macht mich ganz kirre. Straße, Straße, Herzass. So, was habe ich denn hier für... Na, Mann. So war das. Was ist grün? Ist das Säure? Oder sind das normale Granaten? Puh, da fragst du mich jetzt was. Ich habe das gar nicht, kann ich nachgucken. So, wir müssen... Ach, hier ist eine Leiter nach oben. Ja, warte, ich pack mal kurz meine Granaten rein, und zwar von denen ich am meisten habe. Ich glaube, ich kann hier auch generell nachgucken. Grün. Ah, ne, gelb ist Säure, explosiv, und blau ist... Was ist blau? Blend, oder was? Naja. Ich habe nur noch 4 Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Das finde ich ein bisschen schlecht. Ich habe insgesamt nur 35 Schuss für alles. Ja, aber immerhin kannst du damit dir das besser einteilen. Du kannst ja auch dein Gewehr als Scharfschützengewehr benutzen. Ich habe ein Scharfschützengewehr, ja. Wow. Oh nein, ich wollte in Deckung gehen. Oh, der fällt runter. In den Arsch! Die fallen ja alle runter. Schieß einmal drauf, der fällt. Komm, kletter wieder hoch. Mann, ich wollte, dass er hochklettert, dann hätten wir ihn wieder runterschießen können. Schnapsdrossel, ey. Oh, oh. Oh. Was schieße ich denn da jetzt?
Trommel geholt. Vorsicht. Ist mir egal, ich verprügel ihn jetzt. Ja, wollte ich eigentlich... nein, ich will da rüber, verdammt. Okay, ich guck mal, ob es hier hinten irgendwas gibt. Hier gibt's nichts. So, hab ihn abgemoxt. Oh, ich kann hier... Konnte hier hochklettern. Bringt bloß nichts. Hat er was? Scheinbar nicht. Bei mir hat er Fertigkeitspunkte. Ja, weil du ihn auch fertig gemacht hast. So, und jetzt habe ich noch 8 Schuss. Das war's mit meiner Munition. Insgesamt? Ja. Ich wünschte, ich könnte dir was abgeben. Nur für Scharfschützengewehr. Okay, da sind zumindest 3 Kisten, da gibt's sicherlich etwas. Ja. Na, sollen wir uns runterlassen? Zusammen? Nacheinander? Danke. Oh. Ich da wollte ich kommen keine Quicktime-Events, weil ich hab... Okay, hier ist eins. Jetzt musst du mir Deckung geben. Hier kommt eine Masse, ja, dann hoffe ich mal, dass ich hier jetzt Munition finde. Okay. Bitte hilf mir! Das ist ein bisschen schwierig ohne Munition, aber ich gebe mein Bestes. Spuck! Noch 6 Schuss. 5. Was hat ihr da getroffen? Oh. Gegenüberliegendes Gebäude, auf das ich zuklettere. Da sind 2. Siehst du die? Die treffen. 3 Schuss. Einer. Ich bin gleich runter auf einen Punkt. Da ist noch einer. 2 Schuss. Oh nein. 1 Schuss. Keine Munition mehr. So. Hat gereicht, danke. Also mit dem letzten Schuss habe ich noch erwischt. Ach doch, ich habe jetzt noch... was habe ich jetzt im Magazin drin? Vielleicht so 10 Schuss müsste ich jetzt im Gewehrmagazin drin haben, also normalen Gewehr. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man kaum noch Munition hat, irgendwie. Es ist spannender. Viel cooler so. Er hat Janeway gesagt, ich habe es genau gehört. Kumbayaben. Where the hell do they keep coming from? Here, can I get some cover? No problem, Captain. Kein Problem. Alter, wo... Hä? Komm, stirb! Also, so, dass das kein Problem ist, das sehe ich ja nicht mehr. Und dass ich so Feuerschutz gebe. Ich muss einfach zusehen, dass jeder Schuss trifft. So, wo muss ich jetzt hier eigentlich hin? Okay, ich hab... Da sind 2 Kisten. So, da kommt so ein Armtyp auf dich zu. Shit. Boah. Da über dir ist einer. Ja. Ja. Tja, aber wie soll man fliegende Viecher treffen, wenn man die schießen kann? Ach, hast du gar nichts mehr? Doch, einen Schuss hatte ich noch, das war der letzte, der hat getroffen jetzt. Hat er gereicht? Ja, der hat gereicht. Bei mir sieht es auch langsam ziemlich leer aus. Ich habe gerade fast mal ein ganzes Magazin... Aber bei mir sind ganz, ganz viele Kisten hier drüben bei mir, auf meiner Seite. Ja, Munition, ich habe wieder Munition. Ein ganzes Magazin auf einen Typen verballert. Das ist zwar kein ganzes Magazin, aber fast ein halbes Magazin. Ich glaube, ich muss mir die Schüsse jetzt leider für die Typen aufsparen, die auf meiner Seite dann kommen. Ja, ich habe ja Munition. So ist es ja nicht. Ne, ich meine nur, dass ich jetzt hier keine große Hilfe bin. Okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe ja ein bisschen was. Ja. Okay, bei mir ist ja auch Munition. So ist es ja nicht. Ah, sehr gut. Jetzt habe ich fast ein ganz volles Magazin. Bei mir kommt auch gerade nichts. Kann ich da hoch? Warum kann ich da nicht hoch? Also du wirst dann wahrscheinlich irgendwie zu mir gleich runterkommen können. Aua, 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 aua. Irgendwas schießt auf mich. Ja, ich hab ihn. Er hat so einen Arm gekriegt. Er springt runter zu dir. Aber ich hindere ihn gerade dran. Mann, jetzt stirb doch endlich mal, du Saftsack. Oh, er ist zu dir runtergesprungen. So, hab ich ihn erwischt?
Er ist auf einmal ziemlich quer rüber geflogen. Also okay, da habe ich ihn erwischt. Nehmen wir mal an, ja. Sehr gut. So, ich kann jetzt hier eigentlich kaum noch was machen, außer auf dich zu warten. Okay. Ah, jetzt reicht's aber. Ah, ich sehe einen deiner Gegner. Vielleicht werde ich schützen. Oh, hast du ihn gerade in die Luft gesprengt? Ja. Vielleicht ich habe gerade auf seinen Kopf gezielt und dann plötzlich ist er explodiert. So, als hätte ich Peng gesagt und er. Wie Chuck Norris. Ja. Bei dem passiert das auch so. Also, du wirst irgendwie zu meiner Seite rüberspringen müssen. Und dann wirst du wahrscheinlich bei mir landen und hier waren ein paar Kisten für dich. Ich kann jetzt nur lang und mich langweilen. Ich glaube, bei dir dürfte auch so ziemlich jeder Gegner tot sein. Ich sehe hier gerade zwei Fliegende. Drei Fliegende. Okay. Ah, siehst du die auch? Sehr gut, ja, ja. Einen hab ich. Ich weiß gar nicht, wie ich gegen die. Auf was ich da schießen soll bei denen. Ich glaube, es ist am besten, wahrscheinlich auf ihre Köpfe zu zielen. Ja. Schieß auf die Köpfe von so, ihnen. Einen hab ich dir abgeknallt. Sehr gut, der hat mir Munition gebracht. Hier sind noch zwei Kisten. Ja, zu dir rüber kann ich leider nicht, aber du wirst zu mir können. Ich bin gleich auf dem Weg. Okay. Ist da ein Emblem? Nee. Bin mir sicher, dass es irgendwo ein Emblem irgendwo gibt. Aber frag mich nicht wo. So. Wahrscheinlich bei irgendeinem Hochhaus oder so. Ich seh's. Tatsächlich. Wo? Siehst du, wo in welche Richtung ich gucke? Dann siehst du es. Warte, warte, warte. Kannst nicht so richtig sehen. Hast du dein Scharfschützengewehr? Ja. Ich habe auch noch einen Schuss dafür. So, zieh mal nochmal, aber ohne Schießen. Das ist dieses blaue Gebäude. Siehst du das? So ich sehe es, ich sehe das Emblem. Sehr schön. Ich muss erst noch eine Palme wegschießen, aber jetzt habe ich es. Cool, danke. Sehr schön. Das hätte ich alleine überhaupt nicht entdeckt. Wie gesagt, ich wusste, irgendwo ist eins, aber... So, ich bin gleich bei dir. Gab es bei dir hier noch Kisten irgendwo? Ja, ein paar. Nicht wirklich viele, aber... wenn du da über den Graben rüberspringst, auf der Seite waren dann drei Kisten. Wenn du dich jetzt links hältst, da müssten welche sein. Oder? Links. Oh, hier ist eine Blendgranate. Vier Blendgranaten. Ja, genau, dann war's das. Mehr nicht? Nö, mehr Kisten waren da nicht. Okay, gut. Das ist gut, dass wir wenigstens Blendgranaten haben. Die brauchen wir nämlich auch. Ich habe normale Granaten. Ich habe auch noch. Ich habe jetzt fünf Blendgranaten. Also, ich werde die Blendgranaten auf jeden Fall jetzt benutzen. Ich weiß nicht mehr, gegen welche Gegner die am besten waren. Auf jeden Fall sollten wir sie nutzen. So. So, volles Magazin, Scharfschützengewehr und drei Schuss zum Nachladen. Aber fürs normale Gewehr gar nichts. HQ to Alpha Team. You're almost at the Ace of Spades. Hör mal auf, das zu sagen. Ace of Spades! Bitte nicht kaputt gehen. Okay. Wo bist du denn? Ich bin noch hinter dir. Oh, gegen das. Ah, jetzt kann ich in Deckung gehen. Oh, aber da... Just the two of us. Oh. Das ist blöd, wenn man zu einer Schießerei nur an Schläger geht. Komm in Deckung. Macht hier sogar Platz. Ich glaube, ich muss mein Scharfschützengewehr benutzen. Wo sind die denn? Wo bist du denn? Ich bin hier eine Deckung neben dir. Links von dir. Okay, da kommt einer angerannt. Das ist ein Armtyp. Ich habe ihn voll auf den Sack geschossen. Ist der runtergefallen oder was? Hallo, ich habe ihm gerade den Kopf weggeschossen. Okay. Achtung, Armtyp kommt auf dich zu. Lass meinen Kumpel in Ruhe.
Okay, das hat funktioniert. Super. Wo schießt denn hier noch einer? Und der hat ein bisschen Munition für mich gehabt. Für mich auch. Schießt hier noch einer? Ich höre noch. Ich höre noch einen. Ach, da. Ich sehe seinen Kopf. Jetzt ach, nicht mehr. Mann, du warst ungefähr eine Millisekunde vor mir fertig. Ja. Vielleicht sollten wir uns da besser absprechen. Ja. So, irgendjemand atmet hier noch. Wie Darth Vader. Ich geh mal hier rüber. Hinter dir. Oh, verdammt. Tschüss. Du hast ihn einfach runtergeworfen. Du Mörder. Da waren Punkte und Munition, die er vielleicht dabei gehabt hätte. Ich glaube, wir müssen hier bei einzelnen Typen versuchen, die unten zu töten, damit wir noch Zeug von denen kriegen. Hast du ja hier alles? Ich kletter hier weiter hoch. Ja, hier ist nichts. Schon mal. Sind wir endlich bei diesem verdammten Gebäude angekommen? Oder immer noch nicht? Ace of Spades! Oh, guck mal, das wäre hier explosiv gewesen. Ach, Mann. Ach. Es ist immer noch explosiv, also sag mal Bescheid. Ich tu dir keinen Zwang an. Aber hier sind ganz viele Explosivfässer. Vielleicht kommt dann später noch jemand da nach hinten zurück. Oh, ein fast volles Magazin. Luxus, ne? Okay. Da sehe ich jetzt drei Kisten nebeneinander. Kisten? Oder Fässer? Kisten. Wenn man wo denn? Treppen runter und dann. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß eventuell, was passiert. Krista HQ, we're at the Ace of Spades. Oh, hier sind noch ganz viele Blendgranaten. Bravo Team has been dispatched to assist with search and rescue. Stand by for instructions. Wo hast du Blendgranaten gefunden? Da auf dem. I needed a break. Hier, auf der Kiste. Ah, sehr gut. Oh. Damn it. Mach das Licht aus! Guck weg! Oh, verdammt! Lass es da weg aus der Ecke und dann die Dings in die Luft schieß, jagen. Schieß! Upsala! Es war gar nicht beabsichtigt, drauf zu schießen. Ich hab drauf geschossen. Ich hab auch drauf geschossen. Moving as fast as we can. Keep your panties on, everyone. Alpha Team here. Roger that. We'll do what we can until you get here. Der Armtyp ist hinter mir her. Oh Gott. Ich bin beschäftigt mit Rechten als mit allem anderen. Sorry. Bams! Armtyp erledigt. Sehr gut. Wir klettern über die Brüstung teilweise. Verdammt! Unter dir! So, das Explosivding, was du vorhin entdeckt hast, hat uns gerade den Arsch gerettet. Da ist einer hochgeklettert mit einem. How many of these assholes do we have to kill? Where the hell's that? Da kommt noch einer! Ha! Hast du es gesehen? Vorsichtig! Oh, jetzt, warum werfe ich die direkt auf dich? Weiß ich nicht. Achtung! Oh, mich hat einer erwischt. Das warst du ja gar nicht. Ja. Sorry. Ich dachte, ich hab's gar nicht mitgekriegt, dass er mich erwischt hat. Jetzt erwische ich ihn. Top, vielleicht. Oh, komm schon, lauf. Noch einer. Ja. Hat sich aufgelöst. Ich
keiner erwischt. Fähigkeitspunkte. Auf der Treppe ist noch einer. Und so, so eine Motte ist noch da. Was ist? Ich glaube ja, auf jeden Fall rücken unsere Leute vor. Ah, da schießt irgendwas. Ja. Siehst du das? Oh, das ist Munition. Man, der ist direkt vor meine Füße gefallen. Und der hat Munition verloren. Fehlt dir was an Lebensenergie? Eins, zwei. Kannst du mich ein bisschen mit heilen? Ja. Warte kurz, bis ich das aufgefüllt hat. Ja, oh, danke. Okay. Ah, viel besser. Ging doch ganz gut. Ja, ich habe einmal einen, der hat mich von hinten gekriegt, ohne dass ich es gesehen habe. Das war ein bisschen doof. Aber meistens wurde ich angeschossen. Naja, der ist hinter mir hochgeklettert. Ich habe mich gerade verschanzt, dann ist er hinter mir aufgetaucht. Ja, doof. Ja, das war's dann auch für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Szenarioüberschneidung. Oh Gott. Beim nächsten Mal. Bis dann. Damit. Tschüss. Bye, bye.